Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Ankh 3. Und ich muss nur eins sagen, oh weh, wo habe ich mich bitte schön zuletzt hier abgestellt? Oder wo bin ich überhaupt gerade? Ah, okay, ich sehe gerade hier drüben. Ich wollte mich hier einfach nur hinklicken, damit ich Bewegung habe im Bild. So, ich frage mich gerade, also was wir hier brauchen, ist ja immer noch dieses Olivenölzeug, ne? Moment. Genau, wenn wir jetzt runtergehen, kommt ja die Platte runter. Genau. Dann können wir quasi hier hochgehen. Und hier durchgehen, was uns gar nichts bringt. Verdammt. Ich dachte, ich bin jetzt voll genial und habe irgendwas Neues aus. Okay, egal. Wir gehen dann hier hoch vielleicht. Was uns aber auch kein Deut weiterbringt, wie ich gerade merke. Es sei. Nee, das geht auch nicht. Oh Gott, das ist ja mein Hören, ne? Die ganze Sache ist dann. Warte, was ist eigentlich, wenn ich. Jetzt durchgehe, ich bleibe da so, ne? Ja, das bringt mich viel. Moment, ich bin glaube ich gerade auf den Trichter gekommen. Muss ich? Moment mal, betrachte Ölpfütze. Warum? Muss ich vielleicht? Das wäre aber auch zu einfach. Oh, jetzt geht das schon wieder los mit der Schwerkraft. Hat er das beim letzten Mal auch schon gesagt oder war das jetzt einfach nur eine Art Hinweis? Ne, ich glaube, das war. Ich glaube, das hat er beim letzten Mal auch schon gesagt, ne? Gut, so, nehme ich mir das als Tipp im Hinterkopf gerade mal. Muss ich etwas Saugfähigem kann ich das Öl aufnehmen. Mit etwas Saugfähigem kann ich das Öl aufnehmen. Ja, und die Hände bringen ja auch nichts, die bleiben ja nicht daran hängen. Also gerade genauso passend gemacht, dass es nicht passiert. Extrem saugstark. Fass meinen Freund nicht an. Ja, okay. Ja, warte mal, extrem saugstark, sagt er gerade, ne? Wir brauchen was Saugfähiges. Oh, warte mal, muss er irgendwo hin, wenn er schon sagt, jetzt fängt das wieder mit der Schwerkraft an? Sagen wir so, er ist ja ganz halt angeschnallt, also. Ne, also er fällt ja auch nicht aus dem Stuhl. Seht ihr? Ich glaube, da kann ich auch noch. Oh, jetzt geht das schon wieder los mit der Schwerkraft. Ja, doch. Moment. Oh, jetzt geht das schon wieder los mit der Schwerkraft. Oh, aha. Oh, mir wird übel. Aha. Interessant. Jetzt, ja, hier ganz schnell. Fall ihn dir. Jetzt, oh, oh, oh. Oh, jetzt geht es wieder. Puh, was für eine Sauerei. Das müssen wir sofort sauber machen. Robert? Wo bist du, Robert? Robert! Alter, die Augen machen mich kirre, ne? Robert! Ja, okay. Reicht jetzt auch. Er würde mich nie verlassen. Robert! Robert! Warum hast du mich verlassen? War das gerade irgendwie eine Anspielung auf irgendwas oder habe ich es einfach nur nicht gerafft? Naja, jedenfalls haben wir jetzt den Schwamm und damit sollten wir rein hypothetisch unsere Pampe hier aufsaugen können und dürfen, oder? Ja. Wenn wir dann auch rechts liegen statt links. Vollgesogen mit Olivenöl. So, und das brauchte ich ja rein hypothetisch meines Denkens. Weiße her. Hier drüben. Vermute ich richtig. Also schlussfolgere ich richtig. Die Scharniere sind nun geölt. Tatsächlich, Watch. Anscheinend ja schon. So, wo lande ich jetzt? Jetzt lande ich hier. Oh, weh, oh, weh.
Jetzt lande ich da. Nochmal hier machen, dass ich dann hier lande. Warte, was ist, wenn ich jetzt nochmal weiter das mache? Juckt ihn nicht mehr, okay. Oh, oder doch? Höh? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich muss irgendwas falsch gemacht haben. Oder habe ich mir inzwischen? Das war ja schon fast zu einfach. Ach so, ich verstehe. Keiner nach mir wird die Qualifikation bestehen. Also sowas ist auch ein bisschen sehr dreist, ne? Ich möchte nur festhalten. Und die Türen müssen auch erstmal ersetzt werden. Gut. Ist die Frage aller Fragen. Ich glaube, ich kann hier hin. Aber wenn ich jetzt hier durchgehe... Ich muss einen Weg dorthin finden. Ja, der Stein wird nicht zurückfallen. Okay. Uff. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier. Hör! Oh weh, oh weh. Oh weh, mein Hirn. Es tut so weh. Okay, warte mal, jetzt ist es da reingesackt. Kann ich vielleicht... Ah, natürlich, natürlich. Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Ach, mein Robert. Jetzt hat er mich verlassen. Obwohl, vielleicht ist es ja doch ganz gut, dass er weg ist. Ich glaube, der hatte einen ganz schönen Sprung in der Schüssel. So, so. Sagt er. Dieses Weinfass ist leer. Das wird nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ein massives Ding. Okay. Ich sollte mir vielleicht ab und zu auch das mal hier einblenden. Die Aufschrift lautet Nubischer El Ambrusco, Südhang, Jahrgang 36. Ich kann ja mir hier das Weinfass ständer... Einfach so mit dem Hammer draufhauen wird das Fass nicht anheben. Man weiß nie, was man mit einer Banane alles machen kann. Hierfür gibt's allerdings... Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Wahnsinnig geheim, diese Tür. Na, jetzt komme ich hier oben raus. Was? Hier ist der Ausgang aus dem Weinkeller? Und ich musste mich durch dieses blöde Labyrinth kämpfen? Yep, genau. So, aber das wird mich nicht weiterhelfen. Mir nicht weiterhelfen. Warte mal. Vielleicht... Und hiermit überreiche ich den Pokal für den sinnlosesten Versuch. Man kann es ja auch mal versuchen. Also, ich bitte dich. Das scheint nicht zu funktionieren. Und hiermit überreiche ich den Pokal für den... Man weiß nie, was man mit einer Banane alles... Und hiermit überreiche ich... Das wird nicht funktionieren. Ihre Bestimmung wurde mir ja erklärt. Ich soll damit Wein holen. Einfach so mit dem Hammer draufhauen wird das Fass nicht anheben. Die Aufschrift lautet... Nubischer El Ambrusco, Südhang. Ja, die Aufschrift sagt... Mongolischer Pflaumenwein, trocken. Da steht... Mazedonischer Punsch, trinkfertig nächstes Jahr. Met. Schon wieder dieses Zeug. Jetzt nur die Frage. Hier oben leckt ja schon was, ne? Was ist das hier? Die Aufschrift sagt, mongolischer Pflaumenwein, trocken. Was da reinfließt, ist ziemlich sicher weg.
Was da reinfließt, ist ziemlich sicher weg. Was da reinfließt, ist ziemlich sicher weg. Wahnsinnig geheim, diese Tür. Okay. Ich werde jetzt wieder den Luki-Luki machen und sagen, okay, ich schau mal nach. Aber hier kommt so ein Gedanke. Er ist noch immer nicht zu seinem wohlverdienten Ruhestand gekommen. Ich habe eine Sprachnachricht, Leute. Er ist noch immer nicht zu seinem Wohlstand. Ich kann hier nicht mit dem sprechen. Ey, ich mache ganz kurz Break, bin gleich wieder da und ja, bis gleich. So, bin wieder da. Musste kurz meinen Bruder vertrösten, dass ich 15 Minuten noch Spielraum brauche. Jetzt muss ich allerdings tatsächlich gucken. Ich brauche dringend irgendwas. Weil ich kann ja jetzt noch nicht einfach zurückgehen. Das geht ja wohl eher nicht. Jetzt frage ich mich allerdings, warte mal. Er hat ja uns manipuliert, ne? Hier ist das Reisesandguthaben eines jeden Gottes gespeichert. Ihre Bestimmung wurde mir ja erklärt. Ich glaube, ich sollte hier im Hotel nichts kaputt machen. Kann ich nicht einfach unten... Faszinierend. Ich geh schnell runter, nicht, dass ich hier geportet werde oder so ein Kram. Nee, okay, dann muss ich jetzt doch nochmal nachgucken. Da muss doch irgendwas sein, was ich schon wieder übersehe. Was ist denn, wenn ich hier miet? Das wird bestimmt nicht funktionieren. Dieses Weinfass ist leer. Aha. Was ist denn das hier? Dieses Weinfass ist leer. Aha. Und lass mich raten, dieses Weinfass ist leer. Oh nö, ne? Gut, jetzt habe ich das. Kann ich das mit dem hier? Auch wenn es nicht der richtige Wein ist, sollte ich ihn nicht verschwenden. Was ist das? Da steht, mazedonischer Punsch, trinkfertig nächstes Jahr. Mazedonisch, ist das nicht hier Mayas dann? Moment. Ich müsste mich schon stark täuschen, wenn das nicht so wäre. Man wird ja über die Jahre auch ein bisschen klüger, ne? So ist ja nicht, ne? Guten Tag, werter Herr. Und willkommen... Ah, du schon wieder! Verschwinde endlich! Auch wenn es nicht der richtige Wein ist, sollte ich ihn nicht verschwenden. Auch wenn es nicht der richtige Wein ist, sollte ich ihn nicht verschwenden. Würde mich interessieren, wie es bei denen dort aussieht. Hm. Mist. Ich glaube, ich sollte hier im Hotel nichts kaputt machen. Wow, du, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Seth oder wie der also Sid hier, der Gott hat doch sowieso schon eben gerade mal die Kellertür vom Weinkeller weggekickt, wie nichts Gutes. Und dann sollen wir nichts kaputt machen? Also, irgendwo, ne? Ja, okay. Können wir. Auch wenn es nicht der richtige Wein ist, sollte ich ihn nicht verschwenden. Moment, ich habe noch einen Gedanken, habe ich noch. Ein ganz blöd. Ein ganz blöd. Wenn er Wein haben möchte, weiß er ja, wo er ihn holen muss. Nein, dem guten George krümme ich kein Haar. Was soll ich denn damit? Und hiermit überreiche ich den Pokal für den Sinnlosen. Man weiß nie, was man mit einer Banane alles... Auch wenn es nicht der richtige Wein ist, sollte ich ihn nicht verschwenden. Oh, ich kriege eine Krise. Aber eine mega Mordskrise, sag ich dir. Okay. Gucken wir mal weiter. Können wir vielleicht... Man weiß nie, was man mit einer Banane alles machen kann. Hierfür gibt's allerdings nichts. Und hiermit überreiche ich den Pokal für den sinnlosesten Versuch. Und hiermit überreiche ich den Pokal für den sinnlosesten Versuch. Einfach so mit dem Hammer draufhauen wird das Fass nicht anheben. Ich glaube, ich sollte hier im Hotel nichts kaputt machen. Einfach so mit dem Hammer draufhauen wird das Fass nicht anheben. Boah, Leute. Sorry, aber ich stehe jetzt gerade echt so auf dem Schlauch, dass ich tatsächlich doch wieder drauf zurückgreife. Ein Karaffe mit L am Brustbein, dem
Ja, ihr kennt das Spiel schon. Ich gucke kurz was nach und bin dann sofort wieder für euch da. Von daher bis gleich. Okay, ich habe eine. Ich glaube, ich habe eine Lösung gefunden, die aber auch erstmal drauf kommen muss. Boah, das ist ja halt. Ey. Das darf nicht passieren. Ich mache Folgendes, gerade damit mir halt das nicht nochmal unterkommt. Dass, ja, ihr wisst, was untergekommen ist schon oft. Nämlich Spielabschluss. Hier soll etwas in der Statue stecken. Und ja, hier. Tatsächlich. Ein Keil in seiner reinsten Form. Nehme ich den doch mal. Das waren wir nicht. Und ich wiederhole. Der andere Gott, ne, ich sag nur, der hat den Weinkeller zerstört. Also von daher will ich nichts mehr. Will ich nichts mehr hören von wegen zerstören. Aber ja, Keil, das war das Teil, was ich gesucht habe. Hier, ein Keil. K-I-I-L, ne? Keil. Und den kann ich dann hier in das Weiß, also unter das Weinfass stecken. Um das dann. Nicht. Au! Jauchi, das hat weh bestimmt, G. Ach, wir punchen herum. Ich verstehe. Ob das so gern bei Göttern gesehen wird, ich weiß ja nicht. Na gut, jetzt versuchen wir. Auch wenn es nicht der richtige Wein ist, sollte ich ihn nicht verschwenden. Das habe ich schon gemacht. Das habe ich schon gemacht. Auch wenn es nicht der richtige Wein ist, sollte... Und hiermit überreiche ich den Pokal für den sinnlosesten okay, Versuch. Okay, letzter Nachblick. Hallo. Moment. Sorry, da musste ich kurz wieder was in OBS reinziehen, weil ich tatsächlich was rausgezogen habe beim Klicken. Jetzt gucke ich ganz kurz nach. Okay. Ja, das heißt, oh Gott, das ist ja zum Glück gar nicht ätzend. Also wir müssen jetzt dreimal hin und her rennen, um es mal ganz kurz zu erläutern. Verstanden? El Ambrusco heißt der Wein, den du holen sollst. Nicht dieses Gepansche. Obwohl, immer noch besser als gar kein Wein. Jetzt muss ich tatsächlich, warte, kann ich hier? Ich muss tatsächlich einen Zentimeter hier hinlaufen, damit die Bildeinstellung dahin springt. Gut. Dann machen wir das noch einmal und noch einmal und noch einmal, solange bis er wahrscheinlich irgendwann sagt, ja, nee, ist in Ordnung, der Wein schmeckt. Oder was weiß ich was. Kann ja nicht sein, dass ich hier einfach keine Chance kriege, sonst ja, auf die Möglichkeit weiterzukommen. Das ist doch, das hört sich ja schon fast nach Lächerlichkeitsbetrug hoch 10 an. Oh Mann, ich hoffe, ich mache das alles richtig. Ich versuche es einfach weiter. Mal sehen, ob er jetzt was nochmal sagt. Schmeckt irgendwie schon besser. Aber das ist immer noch nicht der richtige. Obwohl ich mich daran gewöhnen könnte. Ich ahne was. Wahrscheinlich denkt er dann nachher, wenn ich mich nämlich nicht täusche, ist nämlich der andere noch gar nicht da. Dass der den falschen Wein eine hat. Eine leere Weinkaraffe. Ja, danke, habe ich mir. Dass er den falschen Wein mit hat. Und
dann können wir quasi aufpumpen, weil wir ja quasi den richtigen haben. Das heißt, ich hole jetzt noch einmal gleich das oder noch zweimal das wahrscheinlich und dann habe ich gewonnen, weil ich einfach den für den Vogel, also für den Schiedsrichter, sorry, richtigen Wein habe. Also, nur ein hypothetisch. Weil hier, ihr seht da, Osiris, Ra, Amutep, glaube ich, heißt andere. Oder bin ich jetzt gut? Moment, nee, Quatsch. Schmeckt ja ziemlich lecker. Scheint so, als ob du es geschafft hast. Hätte ich ja nicht gedacht. Ja, gut. Haben wir es doch geschafft, indem wir es so gemacht haben. Der Bursche wird mir langsam gefährlich. Ich sollte etwas unternehmen. Das ist also das Portal, durch das man... Er wird niemals rechtzeitig zurück sein. Vor allem nicht, nachdem ich noch seinen Reisesand entleert habe. Was ein hinterlistiger... Boah. Nee, einfach... Boah, nee. Also, bitte nee. Bitte nee. Nein. Nein. Na... Oh Gott, ich sehe schon, was kommt. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Nein. Oh, wie, oh, wie. Autsch. Ah, ein D-Pad. Das hat die Landung aber auch nicht weicher gemacht. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Tja, wo bist du gelandet? Faszinierend. Ins Hotel der Götter, bitte. Sie besitzen leider nicht genug Reisesand für diese Reise. Das war bestimmt See. Sieht aus, als hätte er ganze Arbeit geleistet und mein Guthaben gelöscht. Wir müssen schleunigst einen Weg finden, wieder in das Hotel zu kommen. Na, super. Aber, das würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal. Ich mache heute mal einen kürzeren Part, aus mehreren Gründen. Und von daher würde ich sagen, wir sehen und hören uns einfach beim nächsten Mal hier wieder. Und von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein. Und ciao. Tschüss.